Hallo, herzlich willkommen zum Unboxing-Video vom neuen HP 14 Chromebook. Das neue HP 14 Chromebook ist der Nachfolger des bisherigen Modells und ich habe mir jetzt dieses Gerät geholt als Ersatz für mein altes Samsung Chromebook. Die Verpackung hatte ich schon mal vorher geöffnet. Alles sehr gut verpackt, stoßsicher, gar kein Problem. Bedienungsanleitung, technische Daten, alles dabei. Ein Faltblatt mit den Setup-Anleitungen. Mit einigen Informationen zu den Komponenten. Auch alles dabei. Das sind die Ladekabel, Netzteil und hier das in Weiß erhältliche. Wie man sieht, sehr dünn, auch nochmal schön verpackt. Die Oberfläche fühlt sich sehr gummiert an, fasst sich aber auch sehr angenehm an. Dadurch dürften hier drauf auch nicht so schnell sichtbare Fingerabdrücke entstehen. In der Mitte das HP-Logo auf einer Metallplatte. Oben an der Ecke das Chrom-Logo. Ansonsten hinten noch ein Schriftzug Hewlett-Packard. An den Seiten USB-Anschluss, SD-Kartenanschluss und hier kommt das Ladekabel rein. Auf der anderen Seite haben wir den HDMI-Anschluss, auch nochmal zwei USB-Anschlüsse und einen Anschluss für Kopfhörer, Headset. Vom Gewicht her, es sind knapp 2 Kilo, ist schwerer als das alte, aber lässt sich noch ganz gut bedienen und anheben. Auch drin ist das Gerät nochmal mit einer Schutzfolie abgedeckt zwischen Monitor und Tastatur. Der Rahmen des Gerätes silber gefasst, dazu die weißen Tasten. Großes Touchpad, viel Platz an den Seiten. Zwei kleine Aufkleber. Und dann schauen wir mal, ob auch schon der Akku etwas geladen ist. Nein, der muss erst noch aufgeladen werden. Aber auf den ersten Blick. Schönes Gerät.